unsere Nominierten. Diese Kategorie prämiert Corporate Events, Mitarbeiter Events, Consumer Events, Charity, Social und kulturelle Events. Und jetzt schauen wir, das sind die Nominierten. Bauknecht mit mehr als Technik ist sehr, sehr bekannt, sehr auf einem hohen Niveau positioniert, aber so die Nähe, das Sympathische überzubringen, wollte man aufbrechen. Und mit diesem Eventkonzept Householding Party ist das dann gelungen, dieses Eis zu brechen. Die größte Herausforderung zu Beginn war, in Zürich und in Lausanne eine Location zu finden, welche die Basis mit diesem Wohlfühl-Home-Feeling abdeckt, aber für Eventlogistik funktioniert. Wir mussten das suchen, das eigentlich diese Basis bereits mitgebracht hat und dann die ganzen Einrichtungen, diese ganzen Details auf diese Familie Bauknecht, auf dieses Ehepaar Bauknecht trimmen. Die Zielgruppe hat mehr Nähe gespürt zur Firma Bauknecht. Das Gute war auch noch ein CEO-Wechsel da, der auch wirklich was Neues machen wollte, der ein bisschen anders auf die Kunden oder Gäste zugehen kann. Und das Schönste für uns war, dass es hieß, die Swiss Bar vor der Türe stand, der Messestand steht zwar bereits, ob ihr nicht ein Konzept machen könnt, um dieses Housewarming da zu integrieren. Diese vier Projekte anschauen, dann verstehe ich natürlich, wieso die Arbeit der Jury sehr hart war. Wir haben aber auch in der Kategorie Beste Event Project einen Gewinner. Und der Gewinner ist Standing Ovation GmbH Housewarming Party. Jetzt mache ich selbst, du mich nicht mehr nervös. Ja, bin trotzdem immer bei dir, oder? Wir haben auch hier natürlich ein Feedback von unserer Jury. Fast wie zu Hause, eine Einladung zur Familie Bauknecht als Idee für ein Event für Opinion Leader. Eine gute Story, viele liebevolle Details und die spielerische Integration der Produkte zeichnen diesen Event aus. Man kann sich die Überraschung der Gäste vorstellen, als jeder von ihnen am Eingang mit persönlichen Details begrüßt wurde. Herzliche Gratulation! Eine Einweihungsfeier ist natürlich für den Gastgeber immer was Besonderes, oder? Welche Elemente der typischen Housewarming-Partys habt ihr für dieses Projekt benutzt? Ja, also die Einrichtung und vor allem die Location war extrem wichtig. Bei den Haushaltsgeräten war es natürlich einfach, da haben wir das richtige Equipment bereitgestellt. Aber sicher, die Dekoration war wichtig, dass sich die Leute zu Hause fühlen. Aber noch wichtiger waren die Menschen, die den Raum gefüllt haben. Es waren wirklich tolle Kunden, tolle Mitarbeiter, tolle Partner von der Eventagentur. Also wirklich eine super Truppe von Menschen. Also mit diesen Produkten, mit der Waschmaschine, da fühlt man sich natürlich wie zu Hause, oder? Aber das Ziel ist auch die Lancierung von Produkten, oder? Einen gewissen Markt zu gewinnen. Ist es euch gelungen? Das Spezielle war, dass Bauknecht sehr bekannt ist für Hightech, für Design. Und Sie haben gesagt, Sie wollen näher an die Menschen und normalerweise sind Kundenanlässe immer so, ich habe einen schönen Apéro, ich habe eine Präsentation und dann Networking. Und Sie haben gesagt, wir möchten anders an die Menschen rankommen. Und die haben gesagt, das Persönlichste, was ich machen kann, ist ein Housewarming-Party. Ich zeige meinen Freunden die neue Wohnung. Ich habe eine Waschmaschine als Nachttisch. Ich habe eine Waschmaschine im Schlafzimmer, in der Küche. Und haben dann dieses Ehepaar N und Bauknecht gezeugt, sage ich jetzt mal.
Und diese Engel Bauknecht, die haben Kunden angesprochen, bei der Türe bereits, hatten Hintergrundinformationen, wenn ich als Kunde irgendwo hinkomme, und da kommt so eine wunderschöne Frau wie Kiki Mäder als ein Bauknecht auf mich zu, küsst mich ab und sagt, wie war es im Skiurlaub, geht es deinem Fuß besser? Dann bin ich einfach schon das Eis ist gebrochen. Und sie hat dann nicht Kundenberater vorgestellt, sondern Freunde. Und das war der Change. Und wir sind stolz darauf, dass seit diesem Anlass Bauknecht nicht nur mit mehr als Technik auftritt, sondern mit der Familie Bauknecht. Also Familie und Technik ist verbunden. Das ist eine innovative Idee. Herzliche Gratulation. Gewinnen wir.